Erbe holen? Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Die Sims 4 und die Schwarze Witwe Challenge von und mit Charlotte Schabrowski, die hier immer noch in ihren Badeklamotten steht und mit dem Johnny spricht. Ich habe übrigens mal geguckt, da ist der Johnny. Da haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen, dass wir bei dem irgendwie landen könnten. Vielleicht. Vielleicht, ihr Lieben, wir versuchen es einfach hier bei dem Johnny. Die Bella, die Hübsche, die ist ja nun leider verheiratet mit dem Mortimer Grusel. Ich weiß. Hier. Wir knutschen ihm mal die Hände. Dann wird nochmal aufreizend bitte posiert. Haben wir ihn schon gefragt, ob er Single ist? Ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal. Oh, wir haben hier was erreicht. Uiuiuiuiui. So, wollen wir mal... Ja, Christina ist auf der Arbeit, wie ich gerade sehe. Hier, flirten. Nein, wir schwärmen nicht vom Partner. Aber er mag es, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben unser nächstes Opfer. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, mach ihn mal... Nein! Nein? War nicht gut? Ja, mach nicht... Ach, ich mein Freund. Muss ich ihn erstmal noch ein bisschen vielleicht auch näher kennenlernen? Tag verschönern? Mach nicht albern, mein Freund. Nee, ich will ihn nicht bitten, nur Freunde zu sein. Hier, ihr könnt mal Fotos teilen, wenn es denn möglich wäre. Ein Kompliment kriegt er noch hinten rein. So, was könnten wir hier an Marschspruch? Ja, aber er mag es doch, das sehe ich doch genau. Das sehe ich doch ganz genau. La 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 la. Da war eben Knuddeln. Kann ich das Knuddeln nochmal haben? Das möchte ich gerne sehen, ob das hier klappt. Ja, er will das. Er will es, ich weiß es. Ey, nein, nein, nein. Ihr sollt... Nein! Nein, mein Freund. Hau jetzt hier nicht ab. Ich meine, du kannst ja gerne hier tanzen, aber wir können doch trotzdem ein bisschen... Nein, knuddeln und so. Was war da gerade? Erst ein Kuss. Charlotte, komm her. Charlotte. Und mein Fuß. Ist egal, hier, mitten auf der Tanzfläche. Willst geknutsche. Bitte, Markus. Okay, er reißt die Augen auf. Yeah. Okay, er lacht dumm. Er lacht dumm, ihr Lieben. Okay. Lächel im Schrank? Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, wo hier ein Schrank ist, aber wir machen hier einfach mal. Ach, unten war der Schrank, richtig, ne? Ja, wollen wir mal und so ab in den Schrank und so? Ja! Nein, wie witzig! In der Disse, ihr Lieben, in der Disco! Du bist aber jetzt hier unten ein bisschen falsch. Du könntest... Naja, okay, du störst nicht. Geil! In der Disse, ihr Lieben. Alter! Ui. Was hat sie denn jetzt? Guckt euch sie mal an. Sie wird da kokett neben uns, du Ferkel. Voll die Spannerin, ey. Na? Tönt dich das irgendwie an? Die geht gar nicht da weg, ne, die Tussi. Willst du mitmachen? Kannst du aber nicht. Schrank ist voll. Der Schrank ist voll. Ich hoffe, das ist gut hier, was die beiden da drinnen machen. Sie rückt immer näher. Sie rückt immer näher. Ja? Mädel. Clara Bjergsen, da guckst du, aber du bist verheiratet. Du kannst dir deinen eigenen Mann schnappen. Oh, jetzt ist er aber sauer. Willst auch Techtelmechteln, ne? Und kannst nicht. Das tut mir aber leid. Oh, jetzt weiß ich leider gar nicht, wie lange ich aufnehme, ihr Lieben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich habe mein Aufnahmeprogramm geändert. Jetzt habe ich keine Zeitanzeige mehr. Das ist blöd. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Also entweder wird das jetzt eine super kurze Folge hier oder es wird eine super lange Folge.
Ach Mist. Da muss ich mir ja was einfallen lassen. Aber jetzt wird erstmal geknutscht. Jawohl. Okay, ihr Süßen. Wir haben ihn am Wickel. Wir haben ihn so etwas von am Wickel, bitten Freund zu sein. Jawohl, Johnny, mein Freund. Lass mich doch einfach nochmal gucken, Johnny. Unbekanntes Merkmal, Turteltauben, junge Erwachsene. Er ist der Freund von Charlotte. Unser nächstes Opfer, ihr Süßen. Oh, Süßholzraspeln. Oh, nice. Haben wir noch gar nicht gehabt. Verführerisch sein. Würde ihn aber trotzdem gerne nochmal irgendwie versuchen, ein bisschen noch näher kennen, zu lernen. So zwischendurch, ne? Kann man sich ja auch mal normal unterhalten. Wange knutschen. Und was, ich mach noch mal kennenlernen. So, er ist ein Spinner. Da haben wir doch schon mal wieder was kennengelernt von ihm. Okay. Und er ist gesellig. Liebes Pärchen, fester Freund. Ja, nice. Nice, ihr Lieben, nice. Wo gehst du jetzt hin? Johnny, ich war noch nicht fertig mit dir. Oh Mann, jetzt haut er ab, ey. Jetzt hat er hier die Charlotte klar gemacht und jetzt haut er hier ab. Oh, wer bist du? Kennen wir dich schon? Könntest du mal, wer bist denn du? Ralf Paulus. Okay. Ja gut, wenn der andere weg ist, dann stelle ich mich mal hier vor. Oh. Wie, wer ist beschämt? Wer ist denn jetzt beschämt? Er ist beschämt, ja, aber warum? Musst du nicht beschämt sein? Er hat ihr doch gerade ein Küsschen zugeworfen, oder nicht? Das habe ich doch gesehen. Da bin ich mir doch sicher. Frag mal nach der Karriere, bitte. Und dann. Lalalala. Lernen wir erst ihn mal kennen. Medizintechniker, okay. Stehst du denn? Ich hoffe, der Johnny ist jetzt nicht irgendwo im Hintergrund. Würde mal ihn anflirten wollen. Oh, was? DJ Mixen-Fähigkeit für Charlotte. Okay. Okay, ich würde ihn mal anflirten wollen. Also irgendwie, hat sie eben geknutscht? Mit wem knutscht sie denn hier? Mit Rashid? Rashid? Mit ihm hier? Dem Kerle? Okay. Mit dem Kerle. Ja, dann. Da war doch eben ein Herz. Ich hab's doch gesehen. Charlotte. Hau doch jetzt nicht ab. Ey, komm zurück. Ich habe doch genau gesehen, wie hier bei dem Rashid ein Herz war. Super, jetzt hauen sie hier beide ab. Ey, ihr seid ja vielleicht doof. Geht er denn jetzt hin? Er geht jetzt auch nach Hause? Ah, ihr seid so luschen. Ich hätte schwören können, da war ein Herz. Ach Mann, aber auch. Ja gut, Charlotte, wie sieht denn das hier? Oh, das sieht nicht gut aus. Na ja, gut. Weißt du was, Kind? Nee, wir gehen heim. Wir gehen heim. Das war auf jeden Fall ein erfolgreicher Disco-Besuch hier. Ja. Kann man ja nicht anders sagen, ne? Oh, wer bist du? Ach, keine Ahnung. Wir sind ja wieder so viele Leute. Ja, dann gehen wir erstmal nach Hause. Christina ist immer noch bei der Arbeit. Ja, da ist sie gut aufgehoben. Ach Mensch, guck mal, wie hübsch das hier ist. Voll schnuckelig. Du kannst dir echt gerne auch mal wieder was Neues anziehen, echt. Okay, ab heim. Du kannst auch von mir aus hier die ganze Let's Play nackt über rumlaufen. Ich weiß, meine Zuschauer mögen das. Ja. Also ich denke, der Johnny wird es werden, ihr Lieben. Aber jetzt müssen wir uns, glaube ich, erstmal gerade um Charlotte ihre Bedürfnisse kümmern. Sie hat da ja so einige, so ein paar wenige. Oh, jetzt hat aber mein Genick gerade geknackt. Ich habe ein bisschen unkoordiniert gezuckt. So, Charlotte, da sind wir. Haben wir eigentlich auch mal Rechnung? Nö, haben wir nicht. Das finde ich super. So, dann kommen wir hier rein in deine Höhle des Todes. Und wir könnten ja mal neuen Besitz bewundern. Ja, hier, das mach mal. Das mach mal bitte. Und dann könnten wir mal Mittagessen
Servieren, keine Ahnung, nicht so teuer. Makaroni, Käse passt schon. Ja. Passt schon. Schwabi. Ja, da freut sie sich. Nicht wahr, nicht wahr? Einmal Makaroni mit Käse, bitte. Oh, Menno, ich hätte aber echt gerne, dass du mal gestorbenes Essen aussortieren, ja. Lass uns mal was anderes anziehen, bitte. Du rennst ja hier rum. Ach, guck mal, da seht ihr mal hier die Hochzeitskleider, die ich ausgesucht habe. Da können wir uns dann irgendwann ein schönes aussuchen. Das finde ich, ja. Okay, was ziehen wir ihr denn? Was ist denn das für eine Klamotte? Die habe ich dir aber nicht gekauft, Fräuleinchen, ne? Nein, nein, nein. Hier, das mag ich gern. Zieh das dann gleich mal an. Oh. Wenn du deine Makaroni mit. Danke. Das ging aber flott. Ich liebe dieses Outfit. Dieses japanische. Sieht total gut aus. Oh, sie ist sehr kokett. Anmachsprüche im Spiegel üben. Was möchtest du hier mit Christina rumalbern? Nein, ich glaube jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Johnny, meine Liebe. Der Johnny und so, ne? Ja. So, dann hast du einen Vorbau. Okay, ich sehe schon, ich muss das hier. Wie ist denn das normal? Normal ist in Ordnung. So, habe ich das im Kühlschrank? Ich glaube schon. So, ich würde ganz gerne mal. Dann sortiere ich das aus. Da ist ja gar nichts drin zum Aussortieren, oder? Ne, hier. Chips verdorben. Okay, warte mal. Verdorbene Chips kommen erstmal dahin. Okay, das war's. Ich glaube, das war's. Okay. Die stinken aber. Die stinken aber bis zum Himmel, ihr Lieben. Wo ist denn. So, hier. Ich schmeiß das mal weg für dich, Charlotte Kind, ne? Weil ich so nett bin. Was haben wir denn eigentlich? 16 Uhr. Wie lange muss denn die Christina eigentlich arbeiten? Bis 18 Uhr. Ja, wunderbar. Ist die Katze aus dem Haus. Was? Ich habe gehört, dass du dich mit Siobhan Cyrus angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Ja. Alle total cool. Vor allen Dingen, wenn sie tot sind. Was guckst du denn da? Tischtennis? Oh. Okay. Ja, ich habe mich auch mit dem Johnny angefreundet und der ist auch ziemlich cool, ich weiß. Ich hoffe, der hat Geld. Geld, 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 ihr Lieben. So, du bist müde. Was? Kundenzufriedenheit? Bei wem? Ach, bei Christina. Eine wütende Kundin ruft Christina an und verlangt die Rückerstattung des Kaufpreises für ihr neues Smartphone. Sie kann die Kundin auszahlen und ihr Spiel weiterzocken. Oder sie beruhigen und das Problem mit ihr erörtern. Wir beruhigen sie. Machen wir nicht so schnell. Beeindruckend, jawohl. Christina klärt schnell alle Probleme mit der Kundin und muss keinen einzigen Simoleon zurückerstatten. Der Chef von Christina ist so begeistert, dass sie die schwierigen Kunden jetzt immer auf Christina abwälzt. Ja, super, okay. Aber wir haben ein bisschen Kohle dafür bekommen, ne? Eine großartige Leistung. Ach, das ist ja toll, Christina. Dann. Komm mal rein, wo bist du denn? Du stehst da blöd vor der Tür, ne? Ach Gott, weißt du, Charlotte, weißt du was? Du gehst jetzt mal hier aufs Klöchen. Und dann wird mal hier ordentlich geschlafen, oder? Nein, warte mal, wir vergessen das mit dem Schlafen. Du gehst erst mal ordentlich Duschi-Duschi machen und dann gehst du schlafen. Ich sehe hier überall nur noch Techtelmechtel, ne? Oder? Ich kann hier anklicken, was ich will. Techtelmechtel, überall. Okay. Bei der Kommode jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich sagen will. Wie sie guckt. Ein glücklicher Sim erfreut sich am Leben. Mit Johnny flirten, kein Problem, machen wir glatt. Was ist hier mit dem Fernseher, öffentlichen städtischen Sender? Nee, ja, okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, Christina, was ist denn hier so los bei dir? Weißt du auch nicht, ne? Weißt du was? Ich bin ja mal nicht so. Ich mach dir mal den Kühlschrank auf und du kannst dir hier eine Portion nehmen. Schaffst du das? Ja, sie schafft es. Nice. Was hast denn du hier? Eine Glockenblume. Und tschüss. Wenn du stirbst, brauchst du das nicht mehr. Gemein, ne? Yes. Voll gemein, ich weiß. Aber was will die mit der Glockenblume, frage ich euch. Guck mal, da hinten hängt schon ein Bild an der Wand. Willst du nichts essen? Fräulein, doch. Ah, sie hat's.
Sie hat es. Okay. Hast du keinen Spaß? Ja, das ist jetzt auch nicht mein Problem. Dann musst du sehen, wie du dir Spaß verschaffst. Du kannst dich gerne hier an den Computer setzen oder irgendwas anderes Schickes machen. Charlotte, was ist hier los? Du brauchst wieder ewig für alles, ne? Okay. Dann spulen wir dich mal kurz vor. Duschen ist jetzt nicht ganz so spannend. Jawohl. Oh, Dominik, was ist mit dir? Ja, alle sind cool, ich weiß. Du bist auch ein bisschen blöd, oder, mein Freund? Oh. Sie hat ferkelige Gedanken, ihr Lieben. Ferkelige Gedanken, ich bin mir sicher. Und Christina ahnt nichts. Ja, dir geht's gut hier, guckst Fernsehen. Guckst du da einen Werwolf-Film? Okay, ist schon der Abspann, Christina. Ja gut, ihr Lieben, ich, wie gesagt, weiß jetzt leider nicht, ich brauche einen neuen Timer, den ich mir hier stellen kann. Es ist alles ein bisschen suboptimal. Ich weiß jetzt nicht, ich denke, die Folge ist eher kürzer. Ich werde es gleich sehen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Beim nächsten Mal stelle ich mir wieder einen Wecker. Und dann würde ich aber sagen, da Charlotte jetzt sowieso pennt, beende ich die Folge. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ja, sie freut sich schon. Und bis dahin, eure Trin.